Freunde und Kollegen, willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 Roleplay. Heute hatten wir einen kleinen Unfall mit einem Anwalt. Eigentlich sollte der anderen helfen, aber das hat er irgendwie anders aufgefasst. War doch aber irgendwie recht lustiges Roleplay. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Viel Spaß! Alter, mein Bike steht da hinten. Diese Schmerzen. Reicht es mir jetzt nicht. Schmerzensgeld. Volle Breitseite erwischt, ey. Das weh. Entschuldigung. Das tut so weh. Schmerzensgeld. Ach du Neue. Oh mein Knie. Das, irgendwie fühlt sich mein rechter Fuß komisch an. Also entweder läuft er gerade der ganze Schuh voller Blut oder der Knochen guckt raus. Eins von beiden. Ich kann so nicht beschreiben, das Gefühl. Du fragst eigentlich mich, warum wir mitten auf der Straße stehen. Warum kommst du angefahren wie ein Berserker? Weil ich rechne, dass mitten auf der Straße steht. Geh aus Ordnung, du bist mit deiner Karre abgehoben. Sonst hätte ich auch... Ach, Scheiße. Und keiner von mir hat wir haben abgebogen, wir haben doch nur abgebremst zum Abbiegen. Ich hab gesagt, mein Bike ist ausgegangen. Halt die Klappe! Ja, das ist ausgegangen. Oh, Schmerzensgeld. Oh. Ach du Fuck, oh ey. Ich komm dann nachher zu euch vorbei. Ja, alles gut. Ah, Fuck, Alter. Ja, ist gut, Alter. Schmerz. Brauchst du Zigarette? Oh ja. So will ich. Hast du eine? Alter. So zu weh kannst du nicht tun, wenn du noch Spaß machst. Er ist drauf reingefallen. Ach nein. Ja, ich krieg von dir trotzdem Schmerzgeld. Ich sitze noch auf. Ich überwinde den Schmerz. Ich habe eine NATO-Erfahrung gemacht. Kriege ich jetzt auch Schmerzgeld? Schön, dass du eine NATO-Erfahrung gemacht hast. Ich will gar nicht, wie viel Meter das gerade zu meinem Bike sitzt. Ich will gar nicht aufstehen. Hör mal, ich hab den Wind von dem Reifen von der Karre an meinem Ohr gespürt, ja? Ja, Glückwunsch! Ja, also, ich hab ne Frontschürze gefressen! Ich hab den Reifen auf meinem Gesicht gespürt, hallo? Beckett, der ist über seine Nahtoderfahrung, ich wär fast gestorben! Ach, ja, was geht deine scheiß Maschine auch mitten auf der Straße an? Man kann dieses Fick-Telefon mal das Maul halten? Ich hatte tatsächlich eine Naturerfahrung. Warum habt ihr doch keine vernünftigen Bikes gekauft? Oh, Schmerzensgeld. Ja, Schmerzgeld. Ich weiß, wer es rausgibt. Wenn der Prozess durch ist, kann ich mir ein vernünftiges kaufen. Das Geile mit der Seite, wenn der Prozess durch ist, er ist gleichzeitig Anwalt und angeklagt. Tja. Ach, du sagst, ey, ich muss jemanden verklagen, hast du Zeit? Straßenverkehrsdelikte liegt der an dich nun mal nicht. Ja, genau. Das war doch versuchter Mord. Kommt immer auf die Betrachtungsweise an. Von unten oder von oben. Ja, drei, also sechs Augen haben gesehen, hast du mit deiner Karre abgehoben bist. Nö. Da ist die Betrachtungsweise dann auch wieder egal. Alter, du fährst ein Auto, kein Hubschrauber. Ja,
Und ich hab gedacht, das ist ein Fesselballon. Oh, ja, so sah es auf jeden Fall aus, Alter. Ich steh mit dem Schloss und kommt aus dem Auto angeflogen. Ich hab mir so richtig, in dem Moment so, ist das Leben an mir vorbeigezogen und ich denk mir so. Ach, Scheiße. Ich wollte ihn gerade fragen, warum sein Bike aus ist und helfen. So, das war so kurz bevor ich das Auto eingeschlagen. Das habe ich so im Kopf gehabt. He fucked up. Das ist mir eher wie beim Bowling vorgekommen. Ja, ja, hab ich mir auch gefühlt, Alter. Nur, dass ich die Bowling-Pin war und nicht die Kugel. Also, du warst eindeutig auf der besseren Seite des Bowling-Spiels. Letztes Mal hat mich ein Polizist gefragt nach dem Motorradunfall. Warst du eh angeschnallt? Wow. Ich schnell mich nicht mal auf ein Moped, dann schmeiß ich mich und das Moped weg. Wird so, wird ein Umbau. Zombie Chopper. Oh, wie geht's dir? Geht's dir überhaupt gut? Mir ist überhaupt nichts passiert. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, war ja klar, so, keine Ahnung, du hast ja knautscht schon. Wie denn auch, ey? Er hat einen Airbag. Der wäre prächtig. Der Erbe, wenn ich mal auf dem Platz, Alter, der hat das mit dem Unterboden weggedroschen. Dafür finde ich die Ölwanne aufgerissen. Wenn's hochkommt. Noch nicht mal. Der hätte nicht mal mitgekriegt, dass er mich umgebracht hätte. Das hat kurz gebrochen. Der hat ja nicht mal die Bikes getroffen, der hat euch getroffen. Alter, ich werde mit Weiche Knautschzone. Also, ich brauche mich nicht mehr tätowieren. Ist das eigentlich, ist das meins? Ja. Also, ich brauche mich nicht mehr tätowieren lassen. Den Reifenabdruck habe ich mein Leben lang auf dem Bauch. Achso. Boah. Ich tätowieren lassen, Alter. Die Einbrennung von der Ölwanne habe ich keine Ahnung. Jetzt wär's gut, jetzt weißt du, nicht zu heiß noch. Ja, aber so wie du gerade angeflockt gekommen bist, keine Ahnung, welche Höchstleistung ist der Motor kalt, gib ihm 6,5. Ich will gar nicht wissen, wer ist der Motorblock. Ist. Ach du Scheiße. Wieder das. Boah, Alter. So, das war's dann aber auch. War eine kurze, aber denke ich, lustiges kleines Video. Kurz darauf hat auch dann der Server neu gestartet. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Abo da. Ein Daumen nach oben wäre ein Träumchen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Servus.